Wow, ihr Pferdenerds, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Gestüt, ein Leben für die Pferde. Mit der Rike am Samstag sind wir jetzt schon, also am sechsten Tag. Es ist wahnsinnig heiß heute, also gefühlte 40 Grad oder so. Ich hoffe einfach mal, dass sich das jetzt hier noch ein bisschen abkühlt, und falls ihr ein leichtes Rauschen hören sollte, dann liegt es wahrscheinlich an dem Durchzug, den wir hier in unserer Wohnung eingebaut haben. In der Hoffnung, dass es hier etwas runterkühlt. Und es lädt wieder so ewig, es tut mir leid. Ich hoffe, das erledigt sich dann heute wieder etwas schneller. Morgen kommt übrigens ein Follow Me Around zu dem tollen Wetter. Ah ja, du hast den Schlauch erfolgreich installiert. Das passt ja super zu unserem Let's Play von gestern. So, probier ihn bei Gelegenheit gleich mal auf. Du wirst sehen, Waschen geht viel schneller als Putzen. Oh Gott, sind wir albern. Oh, furchtbar. Genau. Ja. Achso, wir haben gar nicht geguckt, was wir heute machen müssen. Achso, nix. Wir müssen unser Pferd nicht füttern? Ist ja praktisch. Ja, Feldrennen können wir nicht gewinnen. Wir können aber auf jeden Fall... wie viel Money haben wir eigentlich? Wir haben... Oh, nicht so viel. Stimmt, wir haben ja letztes Mal ein bisschen mehr ausgegeben. Ja, nee, das wollte ich nicht. Macht nix. Dann machen wir halt ein bisschen Fohlentraining. 90 Credits, na, das lohnt sich doch. Oh, wie süß. Ach, ich bin ja ein Dussel. Na, egal. Geht auch so. Ein geschenkter Palomino. Sehr süß. Wir hatten übrigens eine sehr lustige Diskussion zum Thema, ob es graue Fohlen gibt. Ich war ja der Meinung, nein, aber habt ihr gesagt, doch, Mausfalben kommen tatsächlich schon grau zur Welt. Sehr lustig. Ich habe, glaube ich, noch nie einen grauen Quarter gesehen, und da ich hauptsächlich mit solchen Pferden zu tun habe, bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass es ernsthaft graue Fohlen gibt. Aber anscheinend schon. Wieder was gelernt. Brrrt. So. So, auf geht's. Hoppi Galoppi. Ach nee, Galopp geht ja nicht. Wow. Und einmal umdrehen, bitte. Ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich ganz hübsch, dass es sich auch immer zu uns umdreht, aber das wäre ja mit der Longe auch... Nee, Handy, die kann ich gerade nicht gebrauchen. Das wäre mit der Longe auch sonst ein bisschen quatschig. So, komm mal her. Rupf. Rupf. Aber das guckt nicht ganz so creepy, das Fohlen. Aber die Schnauze sieht schon ein bisschen seltsam aus, oder? Sind das kleine Zähne, die da rausgucken? Oh! Alter. Das Pony, naja, okay. Die Augen sind vielleicht nicht ganz so schlimm, aber insgesamt sieht das schon etwas gruselig aus da. Brrr. Bleibst du? Oh, das war knapp. Wir brauchen doch jeden einzelnen Cent, um uns unser Pferd kaufen zu können. Jetzt heißt das nämlich echt sparen. Brrr. Damit wir das zweite Hopper holen können. Und ich glaube, als nächstes... Nee, ich will nicht schneller. Als nächstes kommen dann, glaube ich, auch die Gäste. Das ist dann so ein schönes passives Einkommen, hoffe ich zumindest. Wofür man nichts tun muss. Es lädt heute wieder super. Weil nämlich aktuell nehme ich das Follow Me Around für morgen, was ich vorhin eigentlich noch fertig erzählen wollte. Für morgen nehme ich noch Rendert. Das muss ja auch irgendwann passieren. Nur 60, das ist ja all. Ach Mann, hier haben wir wieder so ein graues Mäuschen. Die sehen komisch aus. Sind Mausfalben auch so dunkel? Ach, und übrigens, also unsere Rappfohlen sind auch... Oh, ich muss raus. Mist. Unsere Rappfohlen sind auch schwarz. Also, die sollen auch mal Rappe bleiben. Ich habe jetzt nochmal gefragt. Naja, ist vielleicht auch von der Rasse abhängig. Süß mit den weißen Füßchen hier. Hm? Brrrt. Mensch. Schön aufsässig für so ein Mäuschen. Nicht gut erzogen. Nein, nein, nein. Die Kunden kommen ja aber auch immer mit den schwersten Fällen an.
Tada! So, nochmal. Mal umdrehen. Oh. Na komm! Hü, Leute! Wir können hier echt mal ein bisschen mehr Untertreten üben. Läuft wie so ein Quarter, das Tierchen. Schön flach. So. Och, Mensch, Ladebalken. Dankeschön. Okay, das war's mit Arbeit. Mehr geht nicht. Aber ich glaube, wir können jetzt ein bisschen putzen. Da unser Pferd ja auf der Koppel stand, ist das bestimmt saumäßig dreckig. Dafür sollte man es ja auch immer schön in der Box lassen. Ja. Ach da. Ja, das Willow-Tier hätte ich gerne. Tag, Willow. Ach ja, stimmt ja, ich habe das ja so furchtbar eingeflochten. Wobei, der Schweif sieht ja ganz nett aus, so. Ich habe übrigens mal Fragen gekriegt, ob ich mal so Schweif- oder Mähnenfrisuren machen kann. Gott, wenn die Mähne da nicht hängt, dann sieht das noch affiger aus mit der... Ach nee, warte mal, ich kann ja hier... Dann sieht das noch affiger aus ohne das Halfter. Wenn das verbrochen hat. ja, ich wurde mal auf Instagram gefragt, ob ich mal so Mähnen- und Schweiffrisuren machen kann. Ich kenne aber gar nicht so viele. Und besonders talentiert bin ich darin auch nicht. Na ja, ja, vielleicht mache ich sowas mal. So, ich kann auch mit Tastatur. Aber dann fängt das nicht an zu traben. Das ist ja doof. Wahrscheinlich muss man das gezielt umstellen. Naja, so geht's ja auch. Hopp, 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 hopp. Hopp, flupp, flupp. Ich bin ja mal aufs neue Ausreitgelände gespannt. Hier fehlen uns ja jetzt noch ein paar Hufeisen. Könnte ja eigentlich mal mogeln und mir mal so eine Karte ausdrucken, aber das wäre ja gemogelt. Ach, nein, schlau Steffi. Sie merkt, die Hitze setzt mir etwas zu. Okay, was machen wir jetzt? Ach, wir können ja noch ein bisschen hier rumjagen. Hey! Aber wir müssen auf jeden Fall zum Wasser ein bisschen rumjumpen und noch ein paar Hufeisen suchen. 30% Energie? Falls noch nichts gefressen hat, oder wie? Das ist ja ull. Das geht ja so nicht. Aber es war nicht in der Aufgabe drin. Hey, warum hat das nur 30% Energie, weil es den ganzen Tag auf der Koppel stand? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Nein, nein, sorry. Ich habe das noch drin. Mit der Leertaste zum Springen. 50% Kraft, jawohl. Ich glaube, wir müssen das Pony dann doch leider... Ja! Nee, das war... Ach nee, ach, das war ja anders. Wir müssen das Pony dann doch leider in der Box stehen lassen oder vorher nochmal zügig füttern, bevor wir ausreiten. Mal gucken, das werden wir nächstes Mal einfach nochmal ausprobieren. Hey! 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 Übrigens sehr lustig, ne? Die können wir mal gucken, wie es überhaupt läuft. Boah, ganz entspannt, ne? Aha, aber läuft ja jetzt auch nicht mehr am Zügel, ne? Naja, fürs Gelände geht's. Wie hält die denn? Aha, interessante Zügelführung. Naja, immerhin sind die Fäuste aufrecht. Das muss man hier lassen. So. Brrr. Hey! Genau. Ich finde das sehr lustig, dass sie zum Schneller werden, hey! Und zum, Quatsch, zum Durchparieren, hey! Sagt und zum Schneller werden, hey! Voll das Kommando. Und, ups. Ja. Das hat sich ja nicht wirklich gelohnt, da noch drüber zu hüpfen. Oh ja, das Wasser. Es fühlt sich gleich kühler an. Pferd K.O. Tschuck, 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 tschuck. Das gute Pony. Ach. Das ist ein Hufeisen. Yay. Wir können ja einfach mal versuchen, wenn wir das jetzt füttern, ob wir dann, wenn wir dann nochmal ausreiten, ob es dem Pony dann besser geht. Dann haben wir einfach nur vergessen, es zu füttern, sozusagen. Ist auch klar, ne? Es frisst Hafer und Gerste und sofort geht es ihm sehr schlagartig besser. Hey! Okay, ich glaube, wir gehen mal zurück, bevor es hier irgendwelche gesundheitlichen Schäden nimmt.
und stellen es mal in die Box. Und dann testen wir das einfach mal. Wenigstens für eine kleine Runde und vielleicht finden wir ja noch ein Hufeisen. Damit wir eigentlich wieder bei einer Primzahl landen, müssten wir jetzt noch 4 Hufeisen holen. Weil 21 ist leider durch 3 teilbar. Ärgerlich. Aber ob wir das in der Zeit jetzt noch schaffen? Mal gucken. Absitzen. Ja, fein. So. Habt ihr irgendwie schon mal ein Pferd mit so einer Zeichnung? Huch! Was war das denn? Mit so einer Zeichnung gesehen wie unser Willow-Tier? Ah, das geht hier schon viel angenehmer. Plus Hü-Rinder. Hoppigaloppi. Zack. Wow, wow, wow. Das ist ja mehr als doppelt so schnell. Krasse Sache. So, zack. Jetzt machen wir wieder langsam. Oh, die kann aber ganz schön flitzen, ne? Mann, Mann. Ah, vielleicht können wir ja das Willow-Tier hier dann abspritzen. Das probieren wir doch mal. Und was ist hier eigentlich noch? Ui, hier können wir nochmal was erweitern dann irgendwie. Oh, was ist das für ein Monsterstall? Krass. 1, 2, also wenn das hier Honorboxen sind. 1, 2, 3. Naja, wahrscheinlich nicht. Wir müssen ja noch Tore rein, wer weiß. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was zur Hölle? Mann. 7, 8, 9 Boxen. Das ist eine ganze Menge, ne? Abduschen. So, jetzt probieren wir doch mal das Abduschen aus. Schließlich haben wir das ja neu installiert. Druck erhöhen, Druck vermindern, Kamera bewegen. Waschen beenden. Okay. Wie, warum denn mit den Pfeiltasten? Da kriegt man doch so ein... Naja. 3 Einstellungen für den Wasserdruck. Der stärkste Druck entfernt den Schmutz am schnellsten, aber wenn er auf empfindliche Stellen trifft, wird dein Pferd verstört und vertraut dir weniger. Okay. Die Hygiene lässt sich am schnellsten erhöhen, indem du das Pferd mit dem Schlauch abduschst. Aber auf diese Weise wirst du nie ein Vertrauen gewinnen und keine goldenen Hufeisen halten. Ja, okay. Also zwei Druck. Zweimal Druck reicht auf jeden Fall. So, passt, ne? Oh, okay. Dabei sollte es eigentlich an den Beinen prinzipiell gar nicht so das Problem sein. Völlig sauber. Hast du den Dreck da hinten noch gesehen? Also echt mal. Also beim ersten Mal putzt man sich kaputt. Weil, okay, weil ich zu blöd war, die Kameraeinstellung zu ändern. Aber trotzdem, man putzt sich kaputt. Und diesmal, nö. Alles gut. Komm, wir putzen das Pony jetzt mal noch. Um das Vertrauen wieder aufzubauen, das wir gerade zerstört haben. Och Gott. Sei mal nicht so pingelig hier und empfindlich. So, zack. Sehr schön. Prima. Pony ist wieder, ist alles wieder gut. Und jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem Pony nochmal ausreiten können und neue Energie haben. Das testen wir jetzt einfach mal. Naja. Nee, führen. Plus. Schwarzer Sattel, genau, so sieht's aus. Raus mit dir. Also, sie übertreiben es aber auch ein bisschen mit dem, mit der Geschwindigkeit jetzt. Geil! Wie wenn ich bei Tico das verdopple einfach. In den Videos, manchmal mache ich das ja mal ganz gerne, weil das so witzig aussieht. Ist jetzt hier wieder der Fall. Weil das ja mittlerweile mindestens 3-mal so schnell ist. Sonst kommt es nicht aus dem... Ja, es hat wieder neue Energie. Und ich schätze mal, wenn wir ihm Designerfutter futtern, ne, ihr wisst schon, das, was man mit dem Pinsel speziell angemalt hat und so, dann wird es 100%ige Energie haben. So ganz simpel ist das. Wir müssen einfach teures Futter kaufen und schon ist unser Pferd auch, tja, teuer gefüttert. Was sagt Lüdi immer? Man kann auch teuren Kot haben.
So. Hui. Nein, ich möchte... Ach. Ups. Boah, ein 100er Ruf. Hey. Oh, sorry. Habe ich jetzt irgendwie irgendwelches Vertrauen zerstört oder so? Weil ich mit dir voll in den Wald reingeritten bin? Hey! Oh ja. Das ist aber was empfindlich heute. Ja, das Schweiß sieht ja auf jeden Fall ganz niedlich aus, so, ne? Hey! Wobei jetzt so ein gerader Punkt einfach mal so kommt so aus dem Hintern raus, wie bei so einem Barbie-Pferd. Flupp! Also noch geht mir erstaunlicherweise die Musik nicht auf den Kranz. Das ist bemerkenswert. Sind hier noch irgendwo goldene Hufeisen? Bei der Mühle waren wir, glaube ich, noch nicht so viel. Da ist noch eins. Ha! Wir haben unsere 4 Hufeisen. Sehr gut. Hey! Ziel erreicht oder so. Für heute. Yay! Oh, da ist noch eins. Oh, sammle ich das jetzt noch ein? Nee, sammle ich nicht. Nein. Wir wollen ja unseren Prinzipien treu bleiben. Ich weiß schon, dass einige jetzt vor ihrem PC sitzen und denken, wegen der scheiß Primzahlen, ernsthaft. Ja, ernsthaft, das ist wichtig. Das ist wie mit Sheldon und seinem Platz. Das muss so. Und wehe dem, wenn nicht. So. Ach, ist ja lustig, wenn ich ausgeritten bin, dann ist mein Pony wieder, Alter, ist die Geschwindigkeit wieder runtergeschraubt. Das ist vielleicht auch ganz gut so, nicht, dass man dann da am Eingang steht und sich rumwundert. So, ich will eigentlich bloß den Sattel wegbringen. So, und dann kann das Pony nämlich wieder auf die Koppel, da wo es hingehört. Och Gott, jetzt übertreib mal nicht. Oh, gehst du etwa lahm oder was? Tierarzt rufen, Allheilmittel spritzen. Was gegen, was war das, Lungenbluten oder so? Und Druse hilft? Gab's da irgendwie sowas? Ich habe sogar mal gelesen, war denn das, dass man vorsorglich diese allgemeine Impfung oder so den Pferden hier geben soll, damit die nichts kriegen oder so. Halb krank irgendwie. Auf jeden Fall war das bei Mein Pferdehof, glaube ich, hieß es. Das ist, glaube ich, das allererste Spiel von Pferd und Pony gewesen. Das war noch in so einer Comic-Grafik. Auch sehr cool, aber ich würde jetzt mal sagen, fast reines Strategiespiel. Ziemlich cool gemacht und ganz schön schwer. Also, ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, da habe ich das regelmäßig krachen lassen, das Ganze. Schauen wir doch nochmal. Ob wir hier mal für unseren Sonntag, also für morgen, die teuren Pellets mal kaufen. Kaufen. Nee, warte mal. Wir kaufen das mal nur für den Sonntag. Alles andere ist ja Schwachsinn. Ja. Dann frisst das Tier das mal einen Tag und schon ist die Energie schon wieder super duper. Okay, gut. Ich würde sagen, damit ist unsere Folge von Mein Gestüt, ein Leben für die Pferde schon wieder beendet. Hier rattert jetzt nur noch kurz die Zeit runter. Und ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe, euch zu erzählen. Morgen auf jeden Fall das Follow Me Around. Und morgen geht es dann höchstwahrscheinlich auch mit Western Star weiter. Das ist auch sehr, sehr lustig. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das Rennen morgen gewinnen und ob man das mehrfach spielen kann. Also wenn man dann eben verkackt, ob man das nochmal machen darf. Oder ob man dann nochmal bis zu dem nächsten Tag oder bis zum Mittwoch warten muss. Das wäre ull. Aber ja, ne, wir haben nur 20 ausgegeben. Wir haben Was sind das für eine Rechnung? Einnahmen heute 150, Ausgaben heute 20, Bilanz heute 150? Euer Ernst? Irgendwo müsstet ihr also die Bilanz für heute wäre aber nur 130, ihr Nüsse. Der Kontostand ist 150, ja, aber nicht die Bilanz. Furchtbar. Und dann wundert man sich über die Leute, die BWL studieren.
was die manchmal für einen Bockmist machen. Aber egal. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder wie auch immer und macht's gut.